Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin als Gewerkschafterin seit fast 30 Jahren in der Arbeitsmarktpolitik unterwegs. Und in dieser Zeit habe ich viele erwerbslose Menschen kennengelernt. Menschen, deren Arbeitsplätze nach der Wende abgewickelt wurden und die seitdem erwerbslos sind. Frauen aus der Textilindustrie und auch viele aus dem Maschinenbau. Viele Langzeiterwerbslose haben nie aufgegeben. Trotz aller Enttäuschung haben sie immer nach einer neuen Beschäftigung gesucht. Und für diese Kraft bewundere ich sie. Sie haben sich von Maßnahme zu Maßnahme gehangelt. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, als diese noch nach Tarif bezahlt wurden, unzählige Bewerbertrainings, Umschulungen, Strukturanpassungsmaßnahmen, wo schon deutlich weniger bezahlt worden ist, Bundesfreiwilligendienst und zum Schluss sind sie in 1-Euro-Jobs gelandet, wo eigentlich gar nichts mehr verdient wird. Altersarmut ist hier vorprogrammiert und zwischendurch dann immer wieder arbeitslos. Das heißt, ein ständiger Gang zum Arbeitsamt und seit Einführung von Hartz IV zum Jobcenter. Mit Auflagen, Gängeleien und Demütigungen, aber meist wenig Aussicht auf eine gute Förderung oder einen ordentlich bezahlten Arbeitsplatz. Wissen Sie, was das für die Menschen bedeutet? Langzeiterwerbslosen und ihren Kindern wird eine gesellschaftliche Teilhabe verweigert. Menschen werden zu Bittstellern. Ich habe Frauen kennengelernt, die große Angst haben, ins Jobcenter gehen zu müssen. Dieses System, meine Damen und Herren, gehört abgeschafft. Es ist menschenverachtend. Und meine Damen und Herren der Regierung, diese Zustände zu bekämpfen, sollte nicht nur Ihr soziales Gewissen fordern, falls es da noch einen Rest gibt. Es ist eine zutiefst demokratische Aufgabe. Und wenn man noch dem AfD-Abgeordneten Erhorn in der Aktuellen Stunde zur Kinderarmut am Mittwoch zuhört, er sagte, es gäbe in unserem Land Menschen, die schon in der zweiten und dritten Generation von der Stütze lebten, gar nichts anderes wollten und das auch noch völlig in Ordnung fänden. Und stellenweise hätten wir es hier tatsächlich mit regelrechten Hartz-IV-Dynastien zu tun. Dann ist das für mich der Gipfel der Diffamierung von Erwerbslosen, meine Damen und Herren. So etwas darf es nicht geben. Allen Erwerbslosen zu unterstellen, sie wollten nicht arbeiten, ist für mich eine niveaulose Pöbelei. Es zeigt deutlich, dass der AfD die Lage von erwerbslosen Menschen völlig egal ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, schon im Jahr 1997 haben wir im Bundestag die Einführung eines sozialen Arbeitsmarktes gefordert, den wir öffentlich geförderte Beschäftigung nennen. Seit 2005 bringt DIE LINKE regelmäßig einen solchen Antrag ein, den Sie ebenso regelmäßig ablehnen. Und die SPD meinte damals sogar, der Antrag sei mit dem Ziel der Vollbeschäftigung ohne dauerhafte staatliche Zuschüsse nicht vereinbar. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein, heute nicht. Danach haben Sie bekanntlich einen anderen Weg gewählt, nämlich mit den Hartz-Reformen einen Sanktionsregime gegenüber Erwerbslosen aufgebaut. Mit Leistungen, die nicht zum Leben reichen. Und das noch kombiniert mit einem der größten Niedriglohnsektoren. Was Sie da geschaffen haben, meine Damen und Herren, ist unsozial und menschenverachtend. Nun möchte die SPD und die Union einen sozialen Arbeitsmarkt sogar mit 100-prozentigen Lohnkostenzuschüssen an private Arbeitgeber. So ändern sich die Zeiten. Für 4 Milliarden Euro im Koalitionsvertrag hat die Große Koalition sich feiern lassen. Gut, wir wissen noch nicht, wie lange der Koalitionsvertrag jetzt hält. Hinzu kommt, Sie haben das Geld noch nicht eingestellt, aber kürzen es schon wieder von 4 auf 3,2 Milliarden Euro. Sie bleiben also Ihrer Linie treu, sparen auf dem Rücken der Erwerbslosen. Sozial, meine Damen und Herren, geht anders. Und in diesem Jahr wird offensichtlich gar nichts mehr passieren, da die gesetzliche Grundlage erst Ende des Jahres geschaffen wird. Dazu kommt, dass die Bundesregierung mit ihrem sozialen Arbeitsmarkt überhaupt kein nachhaltiges Konzept verfolgt.
Bei Ihnen läuft es nämlich darauf hinaus, privaten, gewinnorientierten Arbeitgebern zu 100% den Lohn aus Steuergeldern zu subventionieren. Es gibt nicht einmal eine Nachbeschäftigungspflicht für die Arbeitgeber. Sie können also einfach sagen, ich brauche dich nicht mehr und hol mir einen anderen Langzeiterwerbslosen. Was daran sozial sein soll, das bleibt für uns ein Rätsel. Und meine Damen und Herren, dass es auch innovative Konzepte gibt, zeigt unser heutiger Antrag ein weiteres Mal. Mit unserem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor sollen gesellschaftlich notwendige und sinnvolle Tätigkeiten verrichtet werden. Zusätzlich, damit keine regulären Arbeitsplätze verdrängt werden, freiwillig, dass keiner gezwungen wird und natürlich auch ordentlich bezahlt, um davon leben zu können und später auch mal eine ordentliche Rente haben zu können. In Berlin haben wir es bewiesen, wie es geht. Von 2006 bis 2011 sind 7.500 ÖBS-Arbeitsplätze entstanden. Dann kam die CDU und hat alles abgewickelt. Auch in Thüringen gibt es ein Landesprogramm. Und daran können Sie sich mal ein Beispiel nehmen, wie ein guter sozialer Arbeitsmarkt funktionieren kann. Die Linke meint, Sie können gerne von uns abschreiben. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Zimmermann. Bevor ich Herrn Wittacker aufrufe, gebe ich Ihnen die Ergebnisse der